Geister, die ich holen wollte. Steckt auf dem Friedhof, da ist sogar noch ein Besucher. Ja, ich weiß, wie das Ding geht. Muss der ausgerechnet hier lang kommen? Scheiße, ey. Ärgerlich, den hätte ich gerne mit dem Selbstkill erledigt und mit das bisschen Stress jetzt gerade erspart, aber na gut. So, hier sind wir jetzt schon da hart an der Grenze. Aber waren halt auch wieder relativ viele Seelen, ne? So, hier in der Gegend jetzt noch irgendwas. Dann gehe ich jetzt zu dem, was ich da markiert habe. Jetzt raus mit ihm. So. Jetzt holen wir uns endlich diese Nebenmission ab hier. Nebenbei nochmal gucken. Im Park sind jetzt auch keine Geister plötzlich erschienen oder irgendwas, ne? Zumindest noch nicht, soweit ich das sehen kann. Was ist das? Wo kommen diese Schnitte her? Oh nein. Manchmal, wenn der Wind besonders stark weht, bekommen die Leute Schnitte davon. Das Komische daran ist, dass sie nicht wehtun oder bluten. Kamaitachi. Muss das Werk eines Kamaitachi sein? Windschnitt. Sind das nicht diese wieselartigen Yokai? Mit Sicheln statt Händen? Die sollen so schnell sein, dass man sie für einen Windstoß hält. Genau. Darum sind sie auch verdammt schwer zu fangen. Ich weiß das. Hab sie als Kind gejagt. Sind mir aber immer entwischt. Die meisten Kinder geben nach ein, zwei Versuchen auf. Hm, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich fast schon sagen, du bist aufgeregt. Mit Hilfe meiner Kraft können wir es aufspüren. Dieses Mal entkommt es mir nicht. Kamaitachi. Nun denn. Da oben ist es. Da ist unser Kamaitachi. Es bemerkt uns anscheinend nicht mal. Und jetzt los, hinterher, bis es anhält. Das ist aber schon relativ schnell. Es ist stehen geblieben. Ja, endlich habe ich eins. Kamaitachi. Yokai, deren japanischer Name sich als Sichelwiesel übersetzen lässt. Und sie sehen auch tatsächlich aus wie Wieseln, die Sicheln an ihren Armen haben. Kamaitachi wurden häufig in kalten Regionen gesichtet, deshalb repräsentiert der Name auch die Jahreszeit Winter, wenn er in Haiku verwendet wird. Der Legende nach reiten Kamaitachi auf Windböen heran und schlagen mit ihren Sicheln nach Menschen. Auch wenn die Opfer anfangs keinen Schmerz verspüren und kein Blut aus ihren Wunden fließt, erliegen sie schlussendlich den später einsetzenden Blutungen. Weil viele dieser Verletzungen an der unteren Körperhälfte auftreten, wird angenommen, dass Kamaitachi dicht über dem Boden fliegen. Eine andere Legende besagt, dass stets drei Kamaitachi zusammenarbeiten.
Eines stößt Menschen zu Boden, das zweite schlägt mit der Sichel zu und das dritte versorgt die Wunde, was erklärt, warum zunächst keine Verletzungen sichtbar sind. Gut, hier haben wir jetzt aber nur eins gehabt, ne? Du meinst wohl, ich hab eins. Ich hab Magatama. So. Und das sind doch bestimmt jetzt weitere Kamaitachi auf der Karte aufgetaucht auch, oder? Da ist noch ein Kappa. Ja, da ist eins. Da unten ist auch noch eins. Da ist auch noch so ein Schlangenkopf und oh, ist noch so viel Zeug hier. In Wäldern sieht man alles Mögliche. Das ist nicht zwangsläufig gut. Was zur Hölle ist das? Eine Strohpuppe. Eine menschlich aussehende Strohpuppe. Manche Leute glauben, man könne eine andere Person damit verfluchen. Bei Ritualen wie Ushino Kukumairi wird die Puppe weiß eingekleidet und mit einem Nagel durchschlagen. Wird das Ritual jedoch von einem Zeugen beobachtet, hat es keine Wirkung. 1870 wurden neue Gesetze erlassen, die die Verwendung von Puppen für Flüche strafbar machten. Auch wenn sie heutzutage nicht mehr als Verbrechen angesehen werden, finden noch immer vereinzelt Rituale mit Strohpuppen statt. Einen solchen Fall gab es im Jahr 2017. Wenn man die Puppe genauer ansieht, bemerkt man die relativ neuen Gebrauchsspuren. Vielleicht wurde sie vor nicht allzu langer Zeit in einem Ritual verwendet. Jetzt muss ich erstmal da vorne ins Verderbnis, ein Verderbnisbaum. Hi. Der Herr, ich störe doch wohl nicht etwa. Auf der Rückseite, okay. Locke, wenn du nicht ausweichen kannst. So ein Quatsch, ey. Da, da oben ist noch was. Da oben sind noch Geister. Und dann werde ich die Geistersicht mal wieder verwenden. Ich denke immer wieder, so viele können es doch eigentlich dann auch gar nicht mehr sein. Wir haben doch auch schon so viele. Und dann fällt mir wieder ein, dass wir ja insgesamt noch über 100.000 brauchen. Oder haben die da gerade ein Tori wieder Ach so, das ist das Tori. Wie kommen wir denn da hoch? Schon. Verdammt, ich wollte mich da gerade hochziehen im Flug und dann war ich dran vorbei.
draußen sind noch mehr. Wir müssen sie finden. Dieses rote Geisterkind, ist das nochmal ein anderes als das? Heißt das gelbe? Ja, es ist was anderes. Es ist eine einsame Seele. Besucher, in denen sich die unbändige Wut kleiner Kinder angestaut hat. Auch wenn sie nicht direkt angreifen, rufen sie andere, stärkere Besucher herbei, um für sie zu kämpfen. Den da auf dem Spielplatz komme ich ja vielleicht gerade noch ran. Nicht im Nebel, er bringt dich um. Ja, und du, Mädchen. Dicke nehme ich auch aufeinander. Und dann werde ich dieses Tori hier wohl doch schon mal befreien, wenn ich jetzt gerade hier bin, oder? Wäre ja eigentlich sehr dumm, es jetzt nicht zu tun. Ich meine, ich habe es frei gekämpft, ich stehe quasi direkt davor. Aber vorher hole ich die Geister hier noch. Und ich glaube, wir haben damit auch direkt wieder eine Nebenquest freigeschaltet. Zwei sogar, anscheinend. Und wir können halt so ein paar neue Regionen erreichen auch, ne? Das Brunnenwasser? Okay, hier haben wir gleich wieder einen Schrein, wo wir jede Menge Zeug freischalten können. Das sollte reichen. In dieser Nachbarschaft gibt es zwei Brunnen. Dort wimmelt es nur so vor Monstern. Ich kann da nicht hin. Es war so gutes, reines Wasser. Könnt ihr nicht etwas tun? Könnten die Brunnen verderbt sein? Einer? Gut möglich, aber gleich zwei? Vielleicht fließt dieselbe Wasserader durch beide. Das heißt, reinigen wir den einen Brunnen, verdirbt in der Zwischenzeit wieder der andere. Wir müssen beide reinigen, und zwar schnell. Das ist ein Wettrennen gegen die Zeit. Quell der Albträume. So, okay, aber erstmal. Da hinten. Wusste doch, dass uns das ein paar Geister gebracht hat hier.
Über uns sind noch welche. Und dann ganz da hinten. So, ich dachte, das wäre die Geisterparade, die hier gerade aktiv wird. So, warum hält er sich da jetzt zum Beispiel nicht dran fest? Das wäre so hilfreich gewesen. So, wir haben bald Level 44 erreicht. Noch. Weg. Ich muss nur gucken, wie ich da hochkomme. Brauchst du diesen initialen Schub, um erstmal so ein bisschen höher zu gewinnen. Zum Beispiel hier rüber. Oh. Jetzt gerade hier oben sind, machen wir jetzt erstmal Geister, die hier oben sind. Ich meine, da hinten Richtung Park sind auch noch welche. Das ist okay. Die markiere ich mir auch gleich mal. Aber wichtiger sind mir jetzt erstmal die da oben. Da war es wieder, dieses... Ich weigere mich einfach zu schweben. Warum? Warum? Ach, in die Richtung schon. Aber in die da wird nicht geschwebt, oder was? Ich meine, warum nicht? Meine Güte, ey. Ja, super. Das ist doch wieder zum Kotzen. Bin ich wieder ganz unten, ne? Cool. Und das nur, weil er sich weigert, von diesem scheiß Dach zu springen. Ich verstehe es nicht. Das sind so Sachen... Das geht mir nicht in den Kopf. Wieso? Ja, Schweben wird aktiviert, indem ich springe und dann nochmal die Sprungtaste drücke und gedrückt halte. Das ist genau das, was ich mache. Wieso macht er das manchmal und manchmal macht er das nicht? Ich sehe da kein System hinter. Oh Gott, wie soll ich denn da oben auch wieder... Ach, es gibt so viel zu... Ich...
Warum nicht? Warum nicht? Alter. Das sind so die Momente, wo ich dann überlege, ob ich mir diesen Scheißstress überhaupt gebe, diese Geister zu fangen. Weißt du, es gibt keinen plausiblen Grund dafür, darunter. Er macht's halt einfach nicht. Er denkt sich halt einfach, nö. Und ich kann wieder von vorne anfangen. Ich stehe jetzt wieder komplett unten. Ich stehe jetzt wieder auf Straßenlevel. Ich war da oben auf den fucking Dächern drauf. Wie soll ich denn an diese Seelen da oben kommen, wenn er sich weigert zu schweben? Das ist einfach, das ist so ein richtig schönes Fuck you zwischendurch von dem Spiel. Und ja, ich weiß, ich reg mich gerade auf, aber meiner Meinung nach gerade völlig zu Recht. Ja, so eine Spielmechanik, die so essentiell ist wie das, ja, für die Bewegung, ja, die muss ein verlässliches System dahinter haben und nicht einfach mal funktioniert und mal funktioniert nicht. Ja, ich muss mich darauf verlassen können. Weil sonst wird es einfach nur noch frustig. Ich habe zum Beispiel keinen Bock, jedes Mal wieder nach da hinten zu der Straße zu rennen, nur um dann wieder zu versuchen, da irgendwie auf dieses Dach zu kommen. Warum springt er denn da nicht? Meine Güte! Hey, ich habe doch eigentlich ein sehr großes Herz. Soll ich jetzt erstmal dieser Route an Geistern auf Dächern, die aus irgendeinem Grund hier jetzt aufgetaucht sind? Oder bin ich immer noch da oben rechts? Achso, ich bin immer noch in dem Gebiet. Ja, okay. Dann sind die nicht aufgetaucht. Dann komme ich da jetzt halt erst dran. Ich dachte, ich wäre schon wieder wesentlich weiter südlich. Da ist es! Ja? Das muss ein Ethan-Moment sein. Es hat uns nicht bemerkt. Komm, wir schleichen uns an. Jag ihm einfach hinterher, bis es stehen bleibt. Es hat sich wohl den Kopf gestoßen. Schnapp's dir! Ja. So langsam verstehst du, wie Yokai ticken, was? Nein, das würde ich nicht behaupten. Oh, es gibt immer überall so furchtbar viel wieder zu holen, sobald du so eine neue Region freigeschaltet hast. Gerade als ich sammeln von diesen Geistern, ne? Bilde mir ja immer noch ein. Dass ich es vielleicht schaffen könnte. Auf diese 100% Geister zu kommen, bevor... Aber wahrscheinlich werde ich das einfach nicht machen. Ich nehme die Geister mit, die ich jetzt hier so finde, aber ich habe mehr oder weniger resigniert und ich glaube nicht, dass ich die 100% schaffe, bevor wir die
die Story beenden. Dazu sind das einfach viel zu viele und teilweise viel zu frustrierend verteilt. Ich finde es auch frech, dass die sich einfach hinter mir hinterher teleportieren können. Und ich darf immer zusehen, wie ich sie irgendwie erreiche. Den musste sie mir jetzt noch reinwürgen, ja? Auf den letzten Lebenspunkten, natürlich. Ich bin gerade ein bisschen gereizt, ich gebe zu. Das wird aber gleich wieder besser. Und weiter. Das liegt an dieser scheiß Dächer-Geschichte. Die Mechaniken funktionieren halt einfach teilweise nicht so, wie sie sollten. Da zum Beispiel auch, ja? Ich bin quasi gegen dieses Dach gegengeflogen. Es gab keinen plausiblen Grund, warum er sich da nicht festgehalten hat. Und trotzdem bin ich abgestürzt und darf wieder neu hochklettern. So, jetzt bräuchte ich ein Telefon hier irgendwo in der Nähe. Bin mir wirklich hinterher, oder? Ich kenne es aber gerade nicht. Ich bin gerade damit beschäftigt, Seelen zu übertragen. Tut mir leid. Na, trotzdem ist das Sammeln der Seelen wichtig, einfach weil ich Level 50 erreichen will. Das will ich wenigstens schaffen. Ziemlich hart, was? Ganz genau. Gibt es bei dir was Neues? Ich suche immer noch in der Stadt nach Infos. Ich melde mich, wenn ich was finde. Okay. 100.000 Seelen fehlen uns noch. 100.000. Und teilweise in 100er-Clustern. 100.000 Seelen in 100er-Clustern heißt 1.000 Dinger noch hier. Das ist doch... Boah. Du kannst jetzt eine neue Fertigkeit lernen. Boah. Oder du sparst weiter. Deine Sache. Ja, ich brauche 40 für das, was ich als nächstes kaufen will. Diese Heldensache ist echt harte Arbeit. So, hier vorne sind nochmal Seelen. Wahrscheinlich werde ich die 100.000 nicht schaffen. Ich will aber zumindest die ganzen Sammelobjekte haben. Ich will die maximale Stufe haben. Ich will alle Nebenquests machen. Klingt wie ein Kapper. Ganz hier in der Nähe. Sie treffen sich gerne in der Nähe von Wasser rum. Dass wir wenigstens diese... die Fertigkeiten alle freischalten. Von hier sollten wir runterkommen. Die Kanalisation. Wasser gibt es hier genug.